Hallo Christian. Hallo Claudia. Hallo Jena. Hallo Jena. Ja, wir treffen uns ja heute hier, um gemeinsam über Flipped Classroom, Open Online Courses und ja, die Hochschullehre im Netz zu plaudern. Mhm. Ne? Und ich habe ja gehört, mit Flipped Classroom bist du ganz schön unterwegs auf Tagungen, hältst Vorträge, es ist ein Buch dazu erschienen, da hast du ein Paper drin. Es gab einige Fachforen dazu. Erklär doch mal, was das genau ist. Tja, also was ist Flipped Classroom? Ist eigentlich ganz einfach erklärt. Bei Flipped Classroom ist es so, dass diejenigen Lernaktivitäten, die früher im Hörsaal stattgefunden haben, jetzt außerhalb stattfinden und diejenigen, die früher außerhalb stattgefunden haben, im Hörsaal stattfinden. Und zwar werden die Aktivitäten so umarrangiert, dass die Gesamtlernzeit möglichst sinnvoll genutzt wird. Wie sieht das aus? Also früher, oder in der traditionellen Vorlesung war es ja so, dass die Studierenden im Hörsaal der Vorlesung gelauscht haben. Und da war es oftmals problematisch, wenn man nicht mitgekommen ist, dann hat man irgendwann ausgesetzt und musste zu Hause alles nachvollziehen. Jetzt beim Flipped Classroom schauen sich die Studierenden die Vorlesung zu Hause an, weil sie in Form von Vorlesungsvideos beispielsweise zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, die Studierenden schauen sich die Vorlesung zu Hause an, können sie im eigenen Lerntempo anschauen, Pause drücken, nochmals anschauen, wiederholen, bestimmte Stellen mehr durchdenken und so weiter und kommen dann vorbereitet in den Hörsaal, um dort dann diejenigen Aktivitäten zu machen, die sie früher alleine zu Hause gemacht haben, nämlich die Anwendung des gehörten Wissens auf neue Probleme beispielsweise. Also wir diskutieren im Hörsaal miteinander, wir beantworten Fragen zu den Videos beispielsweise. Ich stelle neue Aufgaben, die die Studierenden gemeinsam lösen. Also man kommt im Flipped Classroom zusammen für diejenigen Aktivitäten, für die es letztlich wert ist, auch zusammenzukommen, nämlich für Interaktion und Diskussion. Christian, das klingt ja wirklich wie ein hochschullehrerischer Traum, der in Erfüllung geht. Die Studierenden kommen vorbereitet zur Präsenzlehre. Davon träumen ja viele Lehrende. Wie wird das denn von den Studierenden angenommen? Wie kommt es denn an, dein Konzept? Ja, viele haben ja Bedenken, dass die Studierenden sich nicht vorbereiten würden. Sie machen es tatsächlich. Und zwar deswegen, weil ihnen klar ist, dass sie unvorbereitet nicht mitmachen können in der Präsenzphase. Sondern ich wiederhole auch nichts. Ganz wichtig, nicht wiederholen, was in den Videos gesagt wurde, sondern die Studierenden kommen und wissen, ich erwarte, dass sie es gesehen haben, ansonsten brauchen sie nicht zu kommen. Und die Studierenden finden das tatsächlich auch sehr gut. Also wir haben Studierende befragt und das wird durchweg als sehr positiv bewertet, das Konzept. Insbesondere, wenn man sich die Videos zu Hause in Ruhe ansehen kann. Und wenn man die Studierenden fragt, mehr als 90% würden, wenn man sie fragt, ob sie denn dieses Konzept gerne weitermachen würden oder lieber zur traditionellen Vorlesung wechseln würden, gerne dieses Konzept weitermachen. Also die Studierenden bewerten das sehr positiv und auch für den Dozenten ist es eigentlich eine tolle Sache, denn man muss nicht jedes Semester dieselbe Vorlesung wieder halten, das wird auch irgendwann langweilig, sondern man hält die Vorlesung einmal, die wird aufgezeichnet, man stellt sie online und ab dann kann man sich sozusagen mit den Studierenden gemeinsam in sehr interessante Diskussionen begeben. Ein wesentliches Element beim Flipped Classroom ist ja, dass Vorlesungsvideos zur Verfügung gestellt werden im Internet. Ihr habt ja komplett online eine Veranstaltung gemacht, ne? Der Open Online Kurs. Was genau ist denn das eigentlich? Ja, Christian, stimmt. Wir machen gerade was, da sind wir komplett im Netz. Und das ist für Universitäten gar nicht so üblich. Die meisten Universitäten begleiten ihre Veranstaltungen mit Material im Netz. Was du machst, würde ich eher so im Blended Learning Bereich einordnen. Integration von Online- und Präsenzphasen. Und wir haben ein Format ausprobiert, wo wir ganz im Netz sind. Und die werden auch MOOCs genannt. Massive Open Online Courses. Das Konzept stammt aus dem kanadischen Raum und aus dem amerikanischen. David Wiley hat damit begonnen, dann Stephen Downs und George Simmons in einem Kurs namens Konnektivismus und Online Open Education und begründeten damit ein Format, in dem mehrere Wochen, also wir nutzen 14 Wochen, fast wöchentlich ein neues Thema aufgreift. In dem Konzept ist vor allem die Beteiligung der Teilnehmenden wichtig. Das bedeutet, dass nicht nur der Veranstalter Material bereitstellt, sondern auch die Teilnehmenden online partizipieren. Und das passiert entweder in Blogs oder in Etherpad, Wiki-Beiträgen, Foren, in sozialen Netzwerken wie Facebook oder anderen Möglichkeiten, die sie finden. Damit die Teilnehmenden auch ein Thema haben, gibt es ein Oberthema und wöchentliche Unterthemen, zu denen wir eine Live-Session organisiert haben. Wir selbst haben 2011 den ersten deutschsprachigen Open-Online-Kurs zum Thema Zukunft des Lernens durchgeführt. Daran haben überraschenderweise 900 Teilnehmende mitgemacht, wobei natürlich nicht alle sehr aktiv waren. Manche haben viel geschrieben, manche nur zugeschaut, also auch teilweise nur Lurker und haben es auch intensiv ausgewertet. Interessanterweise wurde Twitter ein ganz, ganz wichtiges Medium dabei.
Und wir sind jetzt noch dabei, auch den neuesten Kurs auszuwerten, den wir in diesem Jahr durchgeführt haben. Und noch kurz zum Begriff, dieses MOOC steht für Massive Open Online Courses, massiv heißt viele Teilnehmer, wobei es gar nicht so klar war, wo das viele beginnt. Ich habe letzte Woche Steve Downs getroffen, der mir sagte, ab 150, weil wir da gar nicht mehr jeden Einzelnen kennen können mit Namen. Das Online ist klar, diese Kurse sind im Netz. Das Open ist schon ein bisschen kritisch. Erstmal ist der Zugriff auf das Material offen. Aber inzwischen entwickeln sich einige Kurse, die auch einem kommerziellen Geschäftsmodell folgen. Da kann es sein, dass der Zugriff auf Materialien kostenpflichtig wird oder wenn man ein Zertifikat möchte, das Teilnehmer dann zahlen. Und das dritte Kurs, auch da haben wir überlegt, in dem letzten Format, ob nicht Community oder Konferenz ein besseres Wort wäre. Letztendlich könnte man sich ja fragen, warum greifen Menschen nicht einfach frei im Netz auf Materialien zu und lernen damit? Und ein Teil von diesen Kursen und der Kultur ist, dass Teilnehmer vielleicht auch Motivation erfahren, dass sie 14 Wochen getaktet mit einer anderen Gruppe, unter Begleitung, aber auch Wissen, da machen noch andere mit denen sie sich austauschen können, gemeinsam durch diesen Kurs schreiten und auch Feedback bekommen. Ja, du hast ja gerade beschrieben, dass bei eurem Open-Online-Kurs die Teilnehmer sehr interaktiv miteinander umgegangen sind, sich sehr viel ausgetauscht haben im Web, in Twitter und Webblog und so weiter. Sind denn alle Open-Online-Courses so interaktiv? Nicht alle Open-Online-Courses sind so interaktiv. Ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, dass inzwischen auch kommerzielle Interessen entdeckt werden rund um diese MOOCs. Und inzwischen gibt es auch Publikationen, die diese MOOCs in Kategorien verorten. Und ganz links wird manchmal so der Stanford-MOOC gesehen und ganz rechts ist das, was wir gemacht haben, was unter konstruktivistischen oder konnektivistischen MOOC verstanden wird. Und in diesen Stanford-MOOCs geht es nicht nur um Geld verdienen, die haben auch damals gar kein Geld genommen, sondern im Mittelpunkt steht eher, dass klar ist, was der Lernende lernen soll. Also auch da gibt es dann eher so Lernvorgaben oder Lernziele und es ist klar, was man tun muss, um Zertifikat zu bekommen. Bei dem, was wir gemacht haben, befinden wir uns in der Tradition von Stephen Downs und George Siemens, die sagen, Lernen findet dann statt, wenn Menschen sich austauschen, wenn wir Wissen gemeinsam entwickeln. Und in unserem ersten Kurs 2011 haben wir genau das gemacht. Die Teilnehmer war komplett freiwillig, man konnte einsteigen, aussteigen, sich so viel beteiligen, wie man wollte. Und die Teilnehmer haben auch ganz unterschiedlich darauf reagiert. Manche haben sehr viel geschrieben, manche weniger. 2012 haben wir dann mal ausprobiert, mit Online-Badges zu arbeiten, wo die Teilnehmenden bestimmen konnten, wie viel sie sich beteiligen wollten. Wir haben das deshalb eingeführt, weil von den 1400 Teilnehmenden wollten 900 ein Zertifikat haben. Und wir haben gedacht, wie können wir das abbilden? Und sind zu den Badges gegangen, um den Teilnehmern eine Möglichkeit zu geben, ihre eigene Beteiligung zu dokumentieren. Wir haben 3 Level eingeführt und sie konnten jederzeit den Level auch nochmal ändern, haben selbst beschrieben, was sie gemacht haben und bei den beiden höheren Level bekam es eine Teilnahmebestätigung, die wir dann auch verschickt haben. Von 900, die ein Badge wollten, haben am Ende um die 80 tatsächlich den Level erreicht. Viele haben geschrieben, ich habe es doch nicht geschafft. Bei unseren MOOCs kann man aber auch jederzeit ein- und aussteigen und sich aussuchen, an welchem Themenschwerpunkt man sich mehr beteiligt. Bei den Stanford MOOCs gibt es dann eher so eine Art Vorgabe, was man mitmachen möchte, um das Zertifikat zu bekommen. Das heißt, auch in diesen MOOCs schlägt sich gerade wieder eine unterschiedliche lerntheoretische Konzeption nieder. Ja, super. Das ist ja ganz spannend, sich mal über MOOCs und Flipped Classroom zu unterhalten. Bei dir spielt die Präsenz noch eine Rolle, bei mir in den Konzepten der MOOCs ja kaum noch, bis gar nicht. Welche Bedeutung, denkst du denn, hat Präsenzunterricht in der Zukunft der Hochschulen und auch jetzt noch überhaupt? Ja, Flipped Classroom wird ja häufig missverstanden als Videolernen. Das ist gar nicht damit gemeint, sondern beim Flipped Classroom geht es um die Präsenzphase. Und das Konzept dient dazu, möglichst viel aus der Präsenzveranstaltung rauszuholen. Das ist das Ziel, nämlich durch Interaktion und Kommunikation in der Präsenzveranstaltung. Und ich glaube, dass es auch in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird, die gut genutzten Präsenzveranstaltungen. Denn Menschen kommen einfach auch gerne zusammen, um mit anderen in Austausch zu treten und sich auch gemeinsam über schwierige Probleme zu beugen und den Dozenten um Hilfe zu fragen bei bestimmten schwierigen Problemen und so. Das alles geht sehr gut in der Präsenzphase. Und ja, ich glaube auch tatsächlich, dass je mehr Online-Angebote es geben wird, umso mehr müssen sich die Präsenzhochschulen tatsächlich auch durch gute Präsenzveranstaltungen profilieren. Also ich glaube, die Präsenz wird eine noch höhere Wertigkeit erhalten durch die ganzen Online-Angebote. Jetzt ist es bei euch ja so, ihr macht ja alles online, ne? Wie schätzt du denn da das Potenzial für die Hochschulen ein?
Ich glaube, die MOOCs sind eine Ergänzung zu dem, was Präsenzhochschulen anbieten. Also wir haben nicht vor, zum Beispiel Universität Frankfurt komplett zu virtualisieren. Und ich denke, genau wie du, dass die Präsenz eine ganz wichtige Rolle hat. MOOCs sind eher ein Ergänzungsangebot, um neue Zielgruppen zu erreichen. Ich sehe darin eine große Chance im Weiterbildungsbereich. Und vor allem die amerikanischen und kanadischen Hochschulen, vor allem amerikanische Elite-Hochschulen wie Stanford und Harvard und MIT, sehen in den MOOCs auch eine Chance für Bildungsexporte. Stanford hat mit einer Kooperation mit Udacity begonnen, die MOOCs wirklich auf den Markt zu bringen. Auch MIT und Harvard haben Kooperationspartner. Und Ziel ist auch, diese Bildungsangebote in andere Länder zu bekommen oder Wiederverwendung von ihren Kursangeboten und ihrem Content zu machen. Wir selbst in Frankfurt haben es auch eine Chance gesehen, in den Weiterbildungsmarkt einzusteigen. Und das ist, was die amerikanischen Hochschulen zum Beispiel machen, um auch Bildung zu exportieren in andere Länder. Also Stanford hat jetzt auch mit Udacity, also einen Geschäftspartner, gewonnen oder einen Spin-off, der auch einfach Open Online Courses und Stanford Content vermarktet. Und genauso machen das MIT oder andere Hochschulen, die auch in andere Länder gehen wollen. In Deutschland hat das Hasso-Plattner-Institut angefangen, einen Informatik-MOOC anzubieten, haben mehr als 10.000 Teilnehmer jetzt gewonnen. Die sind ein bisschen mehr dieser Lerntheorie verpflichtet, dass es eine Vorgabe gibt und Teilnehmer quasi sich beteiligen, mitlernen und weniger miteinander austauschen, wie ich das schon beschrieben hatte. Ich denke, Hochschulen, die sich nicht mit den Online-Kursen beschäftigen oder zumindest Blended Learning Weiterbildungsformaten, verpassen hier auch eine Chance, sich eben auf dem Bildungsmarkt zu betätigen und Zielgruppen zu erreichen, die eben nicht ein Vollzeitstudium machen können. Tja, da habe ich den Eindruck, die Hochschullehre, die verändert sich gerade richtig heftig, ne? Ich glaube auch, es bleibt spannend. Mhm. Ja, danke. War ein tolles Gespräch, ne? Ja, danke dir. Und wir sind gespannt. Ja, und eigentlich müssten wir jetzt noch fragen, was Sie drüber denken, ne? Wir wären gespannt, auch da Rückmeldung zu hören.